Kennst du das, wenn so voll viele Insekten gegen die Windschutzscheibe fliegen? Die sieht wirklich aus wie ein Sprühstuhl. Anna hat die Dinger mal 5 Tage nicht wegbekommen. Und das sind die gleiche Hersteller? Ja. Heute war ein ereignisreicher Tag. Malenchi hatte ein Fantreffen. Also eigentlich Malenchi und Marvin, aber in seiner Warteschlange war irgendwie niemand. Bist du nicht auch fürs Fantreffen hier? Ich weiß nicht, was los ist. Marvin hat keine Fans in der Warteschlange. Also bitte bleib da, ich brauche ihn zum Reden. Sogar Carina hat ein paar Fotos gemacht. Und ich wusste auch, wie ich meine Zeit sinnvoll nutzen kann. Später hat uns Malenchi am Skatepark eins ihrer vielen versteckten Talente gezeigt. Und ich muss sagen, sie ließ wieder mal so ziemlich jeden vor Neid erblassen. Voll gut! Schau, du kannst schon, das kannst schon. Malenchi, stopp! Das konnte ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Und das sieht jetzt vielleicht ein bisschen wack aus, aber ich schwöre, das war auch irgendwie krass. Zumindest für mich. Mach es nicht! Du kannst dich jemand stoppen. Ja, das machst du jetzt auch. Nein, ich schwöre dir, ich habe längere Nägel als du. Da musst du mal meine Zehennägel sehen. Da läuft mir jemand nach. Hallo. Hallo. Ich möchte dir ein Foto machen. Ja, klar. Wie weit bist du mir nachgelaufen? Ein paar Meter vielleicht. Ein paar Meter vielleicht. Ich sehe dich seit 5 Minuten laufen. Oh, warte nicht, ich sehe dich. Krass, Digga. Dann ciao. Vorsicht. Nicht überfahren werden. Oh Gott, der Junge wäre fast verreckt. Ich habe gerade so hart gelacht, dass ich um meine Tastatur gesammelt habe. Weil ich mich gerade daran erinnert habe, wie wir auf der Dachterrasse gefeiert haben und auf einmal der Strom ausging. Und wir waren alle voll in unserem Film und dachten, die Nachbarn haben uns den Strom ausgeschaltet. Aber eigentlich war die ganze Zeit nur Lisa schuld. What the fuck, Anna? Es gibt kein Licht mehr, es gibt keinen Strom mehr. Der Stromkasten bei euch funktioniert nicht mal, wenn man auf Test drückt. Echt? Kein Licht. Das heißt, jemand hat ausgeschaltet. Wenn die das macht, dann hole ich die Polizei. Wenn die uns den Strom von der ganzen Wohnung. Sag mal, können wir nicht über den Strom entscheiden? Ich weiß hier ist das Licht runtergefallen. Ja! Weil ihr zu sexy gedanced. Das ist runtergefallen? Sicher ist runtergefallen. Sieht aus? Zu sexy gedanced. Ja, sie hat auf jeden Fall zu sexy gedanced. Nehmen wir das nicht. Das ist schon mal sicher. Ja. Kannst mal vormachen, wie das war. Wir brauchen diese Kannst mal nachstellen. Okay. I was just like dancing, you know? Ich habe einfach nur getanzt. Ziemlich sexy, muss ich sagen. Und dann auf einmal ist das Licht runtergefallen. Und dann habe ich weiter getanzt. Pretty sexily, you know? I was like doing my whole stuffing things. Stuffing things? So I guess the light couldn't handle it anymore. And then it all went down from there. And I picked it back up. Schnüffelst du immer in deiner Hand, nachdem du in deinen Sack gegriffen hast? Nein. Also manchmal. Wie kommt mir denn, du nein gesagt hast? Ja, weil es nicht immer so ist. Manchmal weiß ich, dass er stinkt. Da brauche ich nicht mal testen. So viele Typen, mit denen habe ich ein Gespräch, sie stehen mir gegenüber, dann machen sie immer den. Ja. Ja. Ja und? Was macht man da? Ich mach ja. Ja, adjusten halt! Wenn es eigentlich zwickt, dann sind so praktisch. Nein. Oder so. Nein, die kleben nur seitlich fest. So? Ja, und dann muss man die lösen. Mit Brille, Cap. Hallo? Ja? Lisa will gerade jemanden bezahlen, damit er mit der ganzen Kleidung ins Wasser springt. Hey, what the fuck? Kann ich es abschreiben? Kann ich es filmen? Ist halt 20 dazu. Echt? Kann ich auch absitzen. Meine Steuerberaterin. Mike Wallace, warum haben Sie einen Mann bezahlt, um in die Donau zu springen? Wo nehme ich jetzt mein Handy? Wo bin ich jetzt meine Kopfhörer, mein Schlüssel, meine Powerbank. Und dann immer, man weiß nie, wo man spontan hingeht, mein Parfum. What the fuck? Wie die Fieder da hingeht. Ja. Du bist der Teufel. Der ist gerade Oh mein Gott, was macht der? Er kann stehen. Ich dachte, das ist tiefer. Warum sind jetzt so Wellen? What the fuck? Ich hab die Strömung blockiert. Ich glaube, ich bin heute noch nicht aufgewacht. Warum hast du ja so einen Punkt über die Lippe gemacht? Ja, weil das die Attraktivität erhöht. Nee.